Hallo meine Lieben und herzlich willkommen. So, wie versprochen habe ich mich hier ein bisschen vorgekämpft. Ich habe das Flammenrad, beide Flammenräder platt gemacht. Und das lief, ich hatte einen Lauf. Guck mal, ich habe noch 4 Elixiere übrig. Allerdings hat hier irgendwas auf mich geschossen. Ich weiß nur nicht, was das war. Ach, der da wahrscheinlich. Ja, der wirft mit Bomben. Wobei, Bomben werfen kann ich eigentlich... Kann ich eigentlich auch. Ich müsste ihn halt nur anvisieren. So. Dann haben wir den auch erledigt. Den hatte ich irgendwie, habe ich den vorher in den Verläufen bemerkt? Keine Ahnung. So, jetzt haben wir das Problem, dass hier vorne ein Gegner ist. Ich habe aber meinen Vogel gerade bereit. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich den machen muss. Ich glaube, hier ist gar nichts. Ach, da war eine Tür, ne? Ja, dann muss ich den machen. Dann muss ich den dummerweise machen. Ajo, ich habe gerade keine Lust. Aber wir müssen, wir müssen. Puh. Okay, dem ist der Kopf weggeflogen. Wow, das war nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Oh, hier ist noch eine Truhe. Lebengift nehmen wir sehr gerne. Feueramulett nehmen wir sehr gerne. Shinobi-Kiste nehmen wir auch sehr gerne. Gibt es hier noch ein bisschen Munition? Nö, aber Gold. Na, guck mal. Es läuft, es läuft. Ich komme langsam wieder rein. So, hier können wir die Tür aufmachen. Und wo sind wir dann? Ah, okay. Das heißt, wir haben uns hier jetzt wieder eine Abkürzung geschaffen. Will ich jetzt speichern? Also zum Schreien? Weil dann kommt das Flammenrad wieder. Wobei, das kann mir egal sein, weil ich kann ja jetzt zur Tür raus. Ich kann mich ja jetzt da durchschleichen. Eigentlich ist das gar nicht so schlecht. So. Und ich habe 5 Elixiere. Ich brauche 12.000 Amrita. Die habe ich noch nicht zusammen. So, ich muss einfach hier durchrennen. Dann findet mich das Flammenrad schon nicht. Genau, der Gegner, der kommt nicht wieder. Also nur die Gegner, die hier aus so einer Wolke kommen, kommen nicht wieder, wenn man sie besiegt hat. Ja, mit den Stances, mit den Haltungen muss ich auch nochmal schauen. So, da kann ich... Wo bin ich denn hergekommen? Von da? Oder von da? Bin ich von hier gekommen? Nee, Quatsch. Das Flammenrad hat mich ja... hier erwischt. Genau. Das wird wahrscheinlich auch wieder da rauskommen, wenn ich jetzt da lang laufe. Gut, wir haben eine Abkürzung. Kurz vor der Abkürzung haben wir... naja. Das Zeitliche gesegnet. So, jetzt müssen wir mal vorsichtig schauen, was uns diese Abkürzung bringt. Hier ist nichts. Da ist nichts. Hm. Das heißt, wir können hier nur... Hä? Die Abkürzung bringt uns nichts. Eigentlich, oder?
Weil wir müssen hier dann durchs Gift durch. Dann sind wir wieder im Haupt... in der Hauptmine. Ja, da rollt das Flammenrad rum. Okay. Wie weit rollt denn das? Das kann ja eigentlich nicht zu mir rüber. So, da hinten sind wir hergekommen. Und hier ist jetzt unsere tolle Abkürzung. Damit kommen wir aber eigentlich nur wieder... Oh. Jetzt wäre ich beinahe reingerannt in das andere Flammenrad. So, da ist aber kein Durchgang. Und hier geht es einzig und allein wieder in den Hauptschacht, wo wir doch schon waren, oder nicht? Hier waren wir doch schon. Oder? Ach nee, guck mal, da hinten ist noch so eine Leiche. Die haben wir noch nicht abgeerntet. Nee, dann waren wir hier noch nicht. Rennt hier irgendwas rum, was mir gefährlich sein könnte? Oder muss ich einfach nur... Oh, was jetzt? Okay. Oh shit. So, erwischt es uns hier oben oder sind wir hier sicher? Okay, wir haben einen Tausendfüßler. Hier oben können wir das Gift wegmachen. Gott. Ich verwende jetzt erstmal keine Elixiere. Weil ich jetzt erstmal versuche rauszufinden, wie ist der erstmal hier hochgekommen? Den Vogel können wir jetzt auch erstmal knicken. Also, so. Okay, wir sind jetzt schon beim Boss. Das ging ja überraschend. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass jetzt schon der Boss kommt. Ich habe da tatsächlich nicht mit gerechnet. Aber der kommt hier anscheinend hoch. Ich kann mich nicht da oben ausruhen oder so. Keine Chance. So, der kommt dann hier hoch und schmeißt mich runter. Wow, ouch. Ich bin ja sowas von tot. Okay. Bringt mir das überhaupt, das Gift da oben wegzumachen? Oder gehe ich erstmal besser auf den Tausendfüßler drauf? Die Frage ist... Lohnt es sich, den so frontal anzugehen? Oder nicht? Ich würde ja... Also erstmal würde ich, gucken wir mal, was wir hier noch an... Okay, Ausrüstung haben. Vielleicht haben wir ja was Praktisches. Ich bin nämlich noch nicht ganz sicher, wie ich diesen Tausendfüßler am besten angehe. Nee. Okay.
Durchbruchschutz geringer, dafür Windschutz. Guck mal, da habe ich zumindest schon mal mehr Verteidigung. Durchbruchschutz, Verteidigung, Schadensreduktion. Da habe ich nur Durchbruchschutz. Ist die Frage, ob die plus 4 Verteidigung schon bei der Verteidigungsverstärkung dabei sind. Macht aber nichts. Dann, selbst dann wären es 62. Also das ist auf jeden Fall besser. So. Wir könnten auf das Vieh mit Böllern schießen. Und wir könnten hier ein Jutsu bereit machen. Ich weiß, bin mir noch nicht sicher, welches wir am besten nehmen. Ich glaube, Gift auf das Vieh machen bringt uns gar nichts. Also wenn, dann Entkräftung. Schwächt die Angriffskraft. Oder die Ki-Regeneration. Da weiß ich allerdings nicht, wie das bei diesem Wurm aussieht. Probieren wir das einfach mal. Also ich will jetzt ehrlich gesagt gerade nicht ernst machen mit den Elixieren, bis ich nicht ungefähr eine Idee habe, wie ich den angehe. Das heißt, ich werde jetzt wirklich noch ein paar Mal sterben. Ich weiß noch nicht, wie ich das schneide, aber wir werden es schon sehen. Das hat ja schon mal prima geklappt. Wie war das mit Elixieren sparen? Ich bin ja auch kein Depp. Der hat gar keine Regeneration. Der verbrennt kaum was. Okay, das Gift hat mich überwältigt. So viel zu, ich wollte keine Elixiere einsetzen, aber das war jetzt irgendwie so eine Panikreaktion. Naja.
Okay. Der regeneriert sich also auch noch mal ein Stück weit. Puh. Hat ja super geklappt.
So verdammt knapp. Mensch, da ist auch so ein Loch. Viel erwischt. Oh Gott. Ich hab's geschafft. Ich hätte es nicht gedacht, dass ich es noch schaffe. Ganz viel Zeugs. Und guck mal, wie viel Amrita ich habe. Das gibt ein Level Up. Kann ich noch vergiftet werden hier? Nee, ich bin unbesiegbar jetzt. Oh, mein Herz. Mein armes Herz. Oh, wundervoll. So. Wollen wir noch ein bisschen hier gucken, ob hier noch irgendwas ist? Ich glaube, wir können nicht vergiftet werden. Vielleicht gibt es hier noch irgendwo Schätze oder so. Nö. Guck mal, da ist noch was. Rokudama, okay. Seht ihr, ich bin jetzt unbesiegbar nach dem Boss. Das ist gut zu wissen. Kann zumindest noch kleine Schätze einsammeln. Guck mal, da ist auch noch was. Gegengift, ja, nehmen wir. Also, ihr habt es gesehen, mit der Axt kräftig im Kreis schwirbeln. Die Gunst nutzen, wenn er sich verkrümelt, da oben das Gift abzusaugen. Und ohne die Talismane, ohne die Resistenz-Talismane hätte ich echt alt ausgesehen hier. Die waren jetzt super, super wichtig. So, wo geht's zurück? Da.
Oh, mir tut alles weh. Wie viele Versuche waren das? Ich weiß es nicht. Danke dafür, dass du dich um diese Angelegenheit in Ivani gekümmert hast. Nun sollten wir den Abbau fortsetzen können. Ich wüsste es sehr zu schätzen, wenn du für dich behalten könntest, was du dort unten gesehen hast. Solange du das tust, wird der Mori-Clan gerne Meister Hansus bitte Folge leisten, zumindest solange es auch für uns von Vorteil ist. Wenn du weitere Unterstützung des Mori-Clans brauchst, solltest du Kobayakawa Hideake aufsuchen. Okay. Guckt mal, wie viel Amrita ich habe. Ist das geil? So, was haben wir hier? Der Ozean Toast wieder? Ist die nächste Stufe? Hier haben wir wahrscheinlich noch eine Nebenmission. Hier auch. Eieiei. Gott, bin ich fertig. Ihr glaubt es nicht, wie fertig ich bin. So, das wäre dann unser nächstes. Missionsstufe 4. Ey, mir bubbert das Herz. Mir bubbert das Herz. Komm, wir... Ach nee, am Dojo können wir aufsteigen, ne? Guck mal hier... Nee, Quatsch, am Dojo. Aber da, die haben wir auch noch nicht gemacht. Grundlagen der... Vielleicht mache ich die jetzt zwischen den Folgen mal. Da gibt's sicher auch, Schrein wollte ich. So, guck mal, 12.000 bis zur nächsten Stufe. Das schaffen wir doch. Das nächste ist sicher 12,5 und das nächste 13. Ja, passen. Schaffen wir 3 Stufen. Guck mal, wie geil. Da muss ich mir aber noch überlegen, wo ich das rein investiere. Geist wäre auch nicht schlecht. Schutzgeist. Magie hat uns sehr geholfen diesmal. Stärke, Ausdauer habe ich schon recht hoch. Vielleicht mache ich eins auf Ausdauer nochmal. Weil dann kann ich stärkere... Rüstungen tragen, das ist nicht verkehrt. Werde ich in Ruhe schauen. Und schmieden, ganz viel schmieden. Schmieden ist eigentlich ziemlich geil. Also da kannst du allein mit dem Schmieden kann man Stunden hier verbringen. Das ist total cool. Aber man muss halt bei manchen Waffen die Bindungen hochhieven, damit die ihre Fähigkeiten weiter vererben können. Aber naja, gut. Puh, nee. Ich brauche jetzt erstmal ein Päuschen. Das war... Die Bosse hier sind echt... Also, mir verlangen die viel Konzentration ab. Auch wenn das aussieht, als wenn ich nur draufhaue wie blöde. Aber gut. Nee, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei, wenn ich hier wahnsinnig werde. Keine Ahnung. Ciao, ciao. Bis dann.